So, meine lieben Damen und Herren, dann wollen wir mal sehen, wie das hier ist mit den Bäume fällen. Kapitel 1, Neuanfang, Bäume fällen 2 von 5. So, das möchte ich doch jetzt nicht da machen, wo die Leute ihre Häuser haben. Hinterher ist es nicht gestattet und kriegen Ärger. So, dann gehe ich doch mal hier lieber dahin, wo keine Häuser stehen und ja, machen wir es einfach mal hier, ne? Ups. So. Einen knackigen Baum fällen. Ein Ahorn ist das. Oh. Okay. Ups. Ja, wie gut, dass es hier keine Physikschaden gibt. So. So, dann müssen wir noch 2 Bäume fällen. Ja, was hier mit diesen Stumpfen ist, das ist eine Schaufel erforderlich. Gut, da kommen wir dann später noch zu. Nehmen wir mal den nächsten Baum, damit das nicht so blöd aussieht. Machen wir ein bisschen weiter weg. Es wird auch schwer. Also, ich merke schon, wie ich laufe. So. Ja, bleibt am anderen Baum stecken. Komm, dann machen wir noch einen kleinen weg. Da stand jetzt nichts von sammeln, sondern nur fällen. Ne? So. Okay, Gebäude. Das Gebäudemenü kann über das Baumenü aufgerufen werden. Wähle das Gebäude aus, das du errichten möchtest, und suche einen geeigneten Platz dafür. Gebäude können nicht zu nahe an anderen Dörfern gebaut werden. Außerdem muss der Untergrund verhältnismäßig eben sein. Um das Gebäude nach dem Platzieren fertig zu bauen, brauchst du einen Hammer. Beim Bauen von Häusern kannst du das Material auswählen, das du für jedes Wand- und Dachmodul verwenden möchtest. Diese Auswahlmöglichkeit ist nur sichtbar, während du den Hammer in der Hand hältst. Gut, wissen wir Bescheid. Okay, das heißt Fertigkeiten. Da haben wir wieder einen Stern gehabt. Gucken wir mal hier. So. Was haben wir denn hier Schönes? Überlebenskünstler. Trotzdem langsamen Nahrungs- und Wasserverlust. Was haben wir da? Trinkfest, höhere Alkoholresistenz. Mehr Gesundheit würde ich doch mal vorschlagen. Oder 10% schneller Bewegung im Wasser. Nicht so wichtig, nein. Resistenz gegen Gift. Tja. Ja, das ist wieder ein anderer Baum. Na, da kriegen wir es auch nicht. Nur da, wo der Stern ist. Also müssen wir es schon damit abgeben. Da würde ich doch sagen, die wichtigeren Sachen sind einmal hier mit dem Essen und Trinken. Machen wir das. So. Hier ist die Karte nochmal. Hier haben wir natürlich schon Questgeber, sag ich mal. Und hier mit dem grünen Hammer, Fuhrmann. Es gibt tatsächlich Fuhrmänner, die einen von A nach Z bringen. Das ist auch toll. Gut. Verwaltung. Technologie. Wir müssen wissen, wie das mit dem Hammer geht, ne? Das ist unser Wasser, unsere Nahrung, unsere Gesundheit. Hitzeschutz, Kälteschutz und Schmutz. Gut. Holzhammer brauchen wir. Na, was passiert? Wir haben einen Holzhammer. Kann das sein? Oh, hat sich jetzt gerade aufgehangen? Nee. Ach so, den haben wir auf die 2. Ah, ich verstehe. Ausrüsten.
Ach so. Okay, so geht das. Gut. So, da haben wir den Holzhammer. Und jetzt können wir hier drauf gehen. Zerstöre einzelne Gebäudeteile, Felder oder platzierbare Objekte. Nichts. Baue verschiedene Gebäude. Ja. Reparatur. Okay. Gut, ja. Baumodus wählen. Achso, dafür müssen wir erstmal einen Untergrund schaffen, oder wie? Bauen. Das Problem ist, da passiert nichts. Gut, ja. Angelstelle entdeckt. Angelstelle? Was ist eine Angelstelle hier? Ja, es ist halt ein blödes Wetter gerade. Oh, da hat jemand Holz gehackt. Guck mal. Was hat der noch von uns? Dann machen wir das mal eben weg. Sorry. Oh. Holz haben wir ja jetzt erstmal. Baue dein erstes Haus. Ja, um das zu tun, müssen wir erstmal wissen, wo. Guck mal doch nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Eine schöne ebene Fläche finden ist bestimmt nicht so einfach. Und da würde ich doch sagen, gehen wir einfach mal hier so in die Richtung von diesem kleinen Teich oder was das ist. Da sind wir so ein bisschen mittig. Wir sagen, gehen wir mal hier hin. Dann sind wir in Nähe vom Wasser. Und hier sind ja auch Becher. Also Becher nicht. Ne? Wir gehen erstmal da hin. So. Jetzt können wir den Hammer ja mal wieder weglegen, so lange. Hier war doch irgendwo eine Brücke. Da wollen wir mal hin zurück. Lux. Jagdgebiet, Lux. Krähe. Okay. Ich bin viel zu schwer. Ich muss mal was loswerden. Das geht ja gar nicht. Inventar. So, lass uns mal gucken schnell. Ausrüsten. Holzspeer, Holzstamm. Achso, Münze, Holzstamm. Wie viel haben wir dabei? 8 Stück. Die können wir doch mal ablegen, oder? Ablegen, genau. Ja, machen wir mal alle. Wir hacken dann neues Holz gleich. So, weil wir sind viel zu schwer mit dem ganzen Zeug. Wir könnten mal was essen. So. So. Und nehmen jetzt einfach mal den Speer in die Hand.
das wird als einziges Stück, 8 Stück. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Haben wir jetzt einfach mal so dahingelegt. Aber wir können uns wieder ein bisschen schneller bewegen, was ich auch vorhabe. So, dann gucken wir mal, wo wir uns niederlassen. Oh, was ist das denn? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Bären. Da sammeln wir direkt mal ein paar. Obwohl, warte mal. Da müssen wir auch noch mal schnell gucken. Weil das sieht mir ganz danach so aus. Unreife Bären. Eine Beere wird im Frühling von Bärenstorchern gepflückt. Kann gegessen werden. Vergiftungsgefahr. Ja, ist hallo, ihr sind unreif. Ja, was soll ich denn damit ablegen? Und tschüss. Junge, 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 Junge. Da liegen sie. So. Aber hier habe ich was Tolles entdeckt. Und das ist Apfelwein. Liegt hier einfach so rum. Hallo, ist hier jemand? Nicht, dass hier jemand überfallen worden ist. Und, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? So. So, auf der 1 müsste jetzt der Speer sein. Ja. Und den halten wir mal schön in der Hand. Weil nicht, dass uns was passiert. Wir können zustechen. Und wir können auch damit werfen. So. Und wir müssen jetzt hier in die Richtung. Ja, da laufen wir mal ein bisschen, ne? Da haben wir wieder Jagdgebiete entdeckt, wie Kaninchen. Oh, Kaninchen. Da können wir uns unser... Das ist eine Krähe, Leute. Achtung. Ja, das war nix. Aber wir bekommen unser Speer wieder. Neue Gelegenheit. Da. Ja, wir haben getroffen. Oh, viel Blut und natürlich Stock. Habe ich da was durch gewonnen? Nein, sehr wahrscheinlich brauche ich dafür... Ne, wartet mal. Krähe. Na? Messer erforderlich, Leute. Also ich brauche ein Messer. Und das habe ich nicht. Wie war das mit der Herstellung nochmal? Fertigkeiten. Moment, wartet. Herstellung. Ja. Das war doch eine bestimmte Taste, richtig? War das nicht G? Oh. Fertigkeiten, Inventar. Ja, da bin ich selber am Gucken. Ich hab's echt vergessen, wie das nochmal ging. Wie kriege ich jetzt mein Messer? Wie kriege ich mein Messer jetzt?
Ja, hier steht Herstellung, ja, aber. Cool, ne? Nein. Moment mal, das haben wir gleich. Einige Gegenstände kannst du direkt mit der bloßen Hand anfertigen. Öffne dafür das Baumenü. Das wollte ich haben, genau. Wo ist das Baumenü? Ach, das haben die doch blöd gemacht mit dem Baumenü, ja? Bin ich jetzt echt gezwungen, hier in der Einstellung nochmal nachzugucken, wo Baumenü ist? Steuerung. Tastenbelegung. Q. Ja, ist so richtig. Aha. Oh mein Gott. Handarbeit. So, ich hätte gern ein Messer. Da haben wir's. Ja. Jetzt weiß ich es ja wieder. Aber wenn ich ein paar Tage nicht mehr spiele, habe ich es wieder vergessen. So, wir haben ein Messer hergestellt. Das ist jetzt wieder im Inventar. Und das rüsten wir dann mal aus. Wo ist das Messer? Messer. So, das geht auf die 2. So, und dann können wir die Krähe hier benutzen. Oder wie auch immer, häuten. Und dann dürften wir ein bisschen Fleisch erhalten und Federn, denke ich. 16 Feder, 4 Fleischer. Das ist doch schon mal richtig gut. Und wir können auch mit dem Messer schlagen. Was mir sehr gut gefällt. Aber wir wollen den Speer erstmal wieder hervorbringen. Um vielleicht ein bisschen mehr davon zu bekommen. Ne? Was ist das? Okay, wir müssen aber weiter in die Richtung hier. Oh, da ist was. Da. Wir haben einen Hasen erlegt. Leute. Wir haben einen Hasen erlegt. Ach, wie süß. So geht's besser. Schön, schön. Ja, da freue ich mich doch, ja. Wir machen uns mal ein paar mehr Äxte, wie ich sage. Oh, da ist was Besonderes, Großes. Oh, was? Wo ist es? Schnell! Nein! Ach, jetzt kommt... Alles klar. Kämpfe, Stürze oder das Ignorieren negativer Zustände können dazu führen, dass du Gesundheit verlierst. Der Verlust deiner gesamten Gesundheit führt zum Tod. Du regenerierst deine Gesundheit, indem du in deinem Bett schläfst, heilende Kräuter zu dir nimmst oder Kräutertränke verwendest, um Wunden zu heilen. Komm her, du Mistvieh. Ja, was heißt Mistvieh, ne? Eigentlich hätte er doch sterben müssen. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh, da ist wieder einer. Denn, verdammt. Wir müssen noch ein paar Sperre machen, ne? Das, was ich vorhabe, das schaffen wir gar nicht heute. So. Gucken wir mal.
Holzspeer. Material, Holzstamm. Ach, Holzstämme brauchen wir dafür. Egal, dann fällen wir halt noch einen Baum. Wir machen hier die Axt auf 3. 3, so. Wollen wir doch mal sehen, ja. Ja, ich muss auch erstmal im Spiel wieder ankommen. So. Das sollte doch reichen. Jawohl. Drei Holzsperre, ein Stamm. Dann kriegen wir doch noch was, oder? Moment. Das sollte reichen, ne? Ne, wir kriegen noch ein paar. Gut. So, wir machen jetzt keine Faxen, sondern gehen einfach mal weiter. Gucken, dass wir hier schön am am Weg bleiben. Und beobachten natürlich so ein bisschen die Gegend. Und haben uns jetzt direkt nochmal einen saftigen Hasen gefangen. Wobei ich wetten kann, dass wir auch einen Hasen lebendig fangen könnten. So. Wo ist mein Speer? Ist futsch. Ob wir hier uns ein Lager aufschlagen können? Schauen wir mal. Scheint nämlich so, als wenn es dunkel wird und ja. Also. Was, wie ging das nochmal? Jagd, Landwirtschaft, Produktion. Lager. Wie war das nochmal? Ach, guck mal hier, wie schön. Hier sehen wir alles das, was wir tun, machen können. Okay. Wie war das mit dem Feuer nochmal? Nein, doch. Neues Gebäude freigeschaltet. Brunnen. Ach so, das haben wir uns jetzt verdient. Ja, unser Kapitel mit Neuanfang läuft ja fort, indem wir ein Haus bauen. Was wir aber allerdings in der nächsten Folge machen werden. Ich werde jetzt nicht andauernd... Ups, Moment. Wie mache ich das weg? Verdammt! Komm doch her. Da ist ein Speer. Das wird meiner sein. Ja, ja, es wird dunkel. Was ist das? Stock, ja, ja. Gut, nee, dann lass uns hier übernachten. Ich hoffe, ich kriege das Feuer an. Ah, wunderbar. Und dann können wir auch schlafen. Verwenden. Was zu essen können wir uns machen? Mal eben. Gebratenes Fleisch. Ah, super. Machen wir direkt mal ein paar.
Schade, dass man das jetzt nicht so ein bisschen sieht. Aber was soll's. Ich glaube, durch Herstellung werden wir natürlich auch skillen, sage ich mal dazu. Ich hätte mir gewünscht, dass, wie das Spiel hier ist, so ein bisschen Life is Feudal gewesen wäre. So ein bisschen vereinfachter und ne? Einfach wunderbar. Kann ich das nicht beeinflussen, wie viel ich auf einmal mache? Weil da steht ja 0 von 1. Nee. So, dann lass uns mal schlafen. Will er nicht. Okay, jetzt aber, ne? Ah ja, gut, muss man wissen, wie man das handhabt. So, ja, Feuer entzünden, das lassen wir jetzt ausbrennen und dann gehen wir mal zu unserer Stelle, wo ich meine, dass wir uns da ein Haus errichten können. Erstmal auf dem Weg wieder zurück. So, wir sind auch ganz frisch, ihr wisst, aus dem Titel auch herauszunehmen, zu lesen, dass ich hier ganz blind anfange. Ich habe das Spiel nicht einmal angefangen oder sonstiges. Oh Leute, da ist ein Hirsch. Oh, den haben wir getroffen. Und den folgen wir natürlich jetzt. Lux. Ach, dann war das ein Luchs. Nee, ein Luchs sieht aus wie eine Katze, eine große. Da hinten ist er. Ja, aber den dürfen wir gut getroffen haben, ne? Ich denke mal, der ist ja so verletzt, dass er sich jetzt hier... Hallo? Wo ist er hin? Verdammt, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja, das ist ja blöd. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wie es war. Oh, da ist er. Oh. Dann nimm es doch. Mein Reh haut doch ab, Leute. Hey. Okay, wir folgen ihm noch mal ein bisschen. Was ist das denn dort? Oh, verdammt, es kommt auf mich zu. Ein Dachs. Verdammt. Verdammt. Oh, der hat mir wehgetan. Und ich bin ziemlich verletzt. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man sich mit allen anlegt. Gut, dann wollen wir mal vernünftig sein und das Ganze hier sein lassen. Und dahin gehen, wo wir hinwollen. Eieieiei. Ich bin verletzt, Leute. So richtig. Oh, verdammt. Das war keine Krähe, das war ein Greifvogel. Oh, hätte ich da mal ein bisschen schneller reagiert. Dann hätte ich unter Umständen besseres Gefieder gehabt, ne?
So im ganz Großen und Ganzen sieht das Spiel top aus. So. Hier liegt was am Wegesrand. Holla. Verlorene Lieferung. What? Inventar. Was ist mein Inventar? Ja, nehmen wir das doch mal, ne? Alles. Ja, vielen Dank. Ist hier auch noch was drin? Ne. Das ist ja nett. Ja, super. Kann man da auch was reinlegen? Tatsache. Das könnte ich dazu nutzen. Als Lager, ja. Aber hier ist nicht schön, hier ist es nicht eben, ja. Und da hinten fangen die Berge an. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ich habe es mir anders überlegt. Nochmal die Karte öffnen hier. Ja, hier so. Das heißt, wir müssen hier lang gehen. Was für Wege? Krähe, aber wir... Ja, genau. Wir werden hier immer mehr aufdecken, indem wir hier rumspazieren. Was ja auch richtig ist. Und ich habe schon wieder was entdeckt, sehe ich gerade. Es soll auch Banditen geben. Und ich will hoffen, dass wir hier keinen... Das sieht aber aus, als wenn das Lager leer wäre hier. Das überprüfen wir direkt mal. Kann ich das Feuer entzünden? Schade. Oh, da liegt was. 50 Münzen. Ja, vielen Dank. Brennholz. Nehmen wir mal mit. Na, darf noch nicht zu schwer werden, ne? Sonst irgendwas? Ich blute. Eine Eisenschaufel, Leute. Und da liegt ja noch was. Tonschale. Perfekt. Nahrung, Essen ist lebenswichtig. Wenn deine Nahrungsanzeige auf Null fällt, verlierst du an Gesundheit. Um das zu verhindern, kannst du dich von der Jagd, durch Sammeln, von Ackerbau und von Viehzucht ernähren. Alle Nahrungsmittel verrotten mit der Zeit und können so eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, um sie länger haltbar zu machen, zum Beispiel durch Trocknen, Salzen oder das Zubereiten von Mahlzeiten. Richtig. Das ist richtig. Und wir haben Durst, muss ich sagen. Jetzt weiß ich auch, warum er so geschluchzt hat. Ja, dann werden wir mal ganz schnell über Stock und Stein jetzt rennen. Denn da, wo wir hinwollen, ist ja ein Bach. Wolf, Jagdgebiet entdeckt. Und hoffentlich begegnen wir keinen. So, hier sind wir auf dem Weg. Oh mein Gott, da ist ein Bison. Und da ist Wasser, was wir brauchen. Glück gehabt. Hab schon gedacht, wir werden endlich verrecken. So.
Wir laufen mal hier den Bach entlang. Mal gucken, was wir hier sonst noch haben. Also wir haben hier Wasser, wir haben hier Fleisch. Nur keinen geraden Boden. Wir essen auch direkt mal was wieder. Kann man das auch ausrüsten eigentlich? Auf einer Schnelltaste. Wie lange ist das noch haltbar? Zustand 100%. Kann ich nicht ausrüsten. Super. So viel Fleisch haben wir nämlich gar nicht mehr. Trockenfleisch, da. So, wir folgen dem Wasser mal weiter. 2. Trinken wir mal einen Schluck. Das Problem ist, wir haben ein Problem. Oh, da ist der See. Hier haben wir einen See. Und hier haben wir eine schöne Fläche. Oh ja. Oh ja, Leute, das machen wir so. So, wartet mal. Was haben wir denn hier? Speisemorchel. Nehmen wir mal so mit. Und jetzt holen wir mal die Axt raus. Und fällen mal hier so 2 Bäumchen. Hoffentlich überlebe ich das noch. Haben wir nicht eine Eisenschaufel bekommen? Da ist sie. Die tun wir auf die 4. Hör mal, Leute, das läuft doch wunderbar. So, damit kriegen wir nämlich die Baumstämme ja. Genau. Raus. Wo ist das andere? Ja, hervorragend. Die Axt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Denn, ich brauche ganz dringend eine Hütte zum Schlafen, damit wir gesund werden. Oder vielmehr, dass wir auch einen Spawnpunkt haben. Oh Gott. Ja, oh Gott. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Macht nichts. Hier bauen wir unsere erste Hütte hin. So, Bauhammer raus. Das sollte doch reichen per Platz, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Der Hammer ist weg. Tatsache, der Hammer ist weg. Da ist der Hammer. Auf die 5. Zack. Zack, zack. So. Wie war das nochmal? So. Gebäude. Häuser. Landwirtschaft. Nein. Haus. Die 2 sind noch zu, also kriegen wir das. Oh mein Gott. Wie kann ich das drehen? Da ich mich gar nicht bewegen kann, ist das schwierig jetzt, ne? Okay. Ist es das? Ich bin zu schwer, ich kann mich nicht bewegen, Leute. Einen Moment. Ja, wie jetzt? Holzstamm. Wollen wir ablegen. Machen wir hier so.
So, können wir uns auch wieder bewegen. Und was brauchen wir jetzt? Einfaches neues Haus. Fundament. Bauen. Okay. Ich habe jetzt mit Rechtstaste den Baumodus ausgewählt und mit Linkstaste das ausgewählt. Und jetzt brauchen wir Stein 10-mal. Da habe ich nur einen von anscheinend. Erforderliche Materialien. Steine brauchen wir. Gut. Dann suchen wir mal Steine. Das heißt, wir legen das andere Holz auch mal. Oh, da liegen Steine. Das andere Holz auch mal hier hin. So, ablegen. Ruhig alle. Sind ja nicht weg. So. Ein Stein haben wir. Das ist der zweite. Der dritte. Der vierte. Na komm. Ich freue mich schon auf meine neue Tastatur, die ich bekommen werde. Komm her. Zack, zack. Hallo. Ach, jetzt sammelt er erst. Ja. Denn meine Enter-Taste ist irgendwie kaputt. Außer der Musik höre ich sonst, glaube ich, noch was anderes. So, wie viele Steine haben wir? 8. 9. Wie gut, dass hier Steine liegen, ja? So. Und 10. Dann lass uns mal dahin gehen. Tja, Leute, wir bauen unser erstes Haus. Einfach nur mit Linkstaste gedrückt halten auf der Maus. 3, 2, 1. Fundament ist fertig. Oh, super. Das macht ja richtig Spaß, Leute. So, was brauchen wir jetzt? Holzstamm, 8-mal. So, hier haben wir wie viel liegen? 4. Okay, tun wir die erstmal dran, sonst kann ich nichts tragen. Oh Leute, ist das super geil. Kann ich jedem nur empfehlen. So, und jetzt natürlich die anderen auch noch. So, dann haben wir das schon mal stehen und dann müssen wir nur noch das Dach bauen, ne? Ist doch herrlich. Ach, guck mal. Ach, das war super. Das ist aber ein kleines Haus. Was brauchen wir jetzt? Ein Holzstamm? So, und? Moment. Fenster? Fenster. Türe. Kann so bleiben. Aber wie wäre es denn, wenn... Ach so, wir können hier eine Tür reinsetzen, ein Fenster reinsetzen. Holzwand mit Fenster. Flechtwand? Nein. Flechtwände in Flechthäuser haben die Leute nie gewohnt. Das ist Quatsch. Ja, absoluter Blödsinn. Ne, wir machen hier eine Wand hin. Dann müssen wir einfach nur mal E gedrückt halten. Wände, Holzwand. So. Danke. So, da ist ein Fenster und... Da ist ein Fenster. Wie sagen, machen wir noch hier eins hin, ne? So. Ja, damit es auch schön hell ist. Genau. Ja, das reicht. So, was brauchen wir jetzt? Flechtwand mit. Nein, das ist verkehrt. Flechtwand ist verkehrt. Das wollen wir auch nicht. Wände mit Fenster. Holzwand. So. Holzwand. Flechtwand. Flechtwand. Das ist total verkehrt. Oh, das müssen wir schnell ändern. Holzwand. 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 Das hat man nämlich einen Fehler gemacht, ne? Nein, zurück. Wände. Holzwand. Holzwand. Flechtwand mit Fenster muss ersetzt werden. Wände mit Fenster und zwar Holzwand mit Fenster, genau. Und hier kommt wieder eine Holzwand hin. Mhm. Und hier auch. Das stand jetzt von vornherein schon so, ja. Ich mache es mir quasi selbst schwer. Flechtwand mit Tür wird auch ersetzt. Holzwand mit Tür. So. Alles mit Holzwand? Jawohl. So.
Was brauchen wir hierfür? Holzstämme, noch 3 Stück. Mein Gott, hoffen wir, schaffen wir das noch. So, wir machen natürlich hier frei. Gegenüber kommen ja auch Häuser hin oder wie auch immer. Und hier vor allen Dingen hier. So. Und deswegen Axt raus, die auch schon bald kaputt ist, sehe ich gerade. Na komm. So. Alles schön aufnehmen. Na komm. Ja, ist kein Pappenstiel, muss ich sagen. Aber im Life is Feudal ist es halt viel mühsamer, ja, sowas zu machen. Aufsammeln. Ja, müssen bedenken, dass wir immer schwerer werden und jetzt muss ich erstmal wieder die Sachen verbauen. Jo. Ja, Leute. Hier ist es erstmal. Oh, da haben wir es fertig. Ach, wie schön. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Zu Middleville Dynasty. Ja? Wo haben wir denn den Stamm? Ach ja. Leute, ich empfehle euch das Spiel. Ganz im Ernst. Ups. Da können wir schon mal das nächste Gebäude bauen. Ihr seid ja immer noch da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Tschüssi. Ich trage so schwer. So, jetzt aber. Tschüss. No!